Unreal 4 Engine. One CPU Publishing irgendwas. One C Company und Void Studios. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Show auf jenem folgenden diesem Kanälchen. Und zwar Let's Show Eternity the Last Unicorn. Wer hier guckt auf dem Kanal, der hat mitgekriegt, dass ich meinte, dass jetzt bald ein Spiel rauskommt, das sehr unbekannt ist und dass ich dann mir gerne holen und vorstellen würde. Allein weil es von einem Indie-Studio ist, ne, und ich bin ja immer stark dafür, unterstützt die Indie-Entwickler. Und hier ist es, Eternity the Last Unicorn. Was ich schon verraten kann, es ist eine Art Action-RPG-Spiel, nicht isometrisch, also nicht so wie Diablo oder Wolken, sondern aus der Third Person, soweit ich das mitgekriegt habe, wird das gespielt. Also mir ist klar, es kennen nicht viele, werden jetzt sagen, ah, Eternity, ja, ich weiß, es werden auch nicht viele gucken, aber ich wollte es trotzdem mal vorgestellt haben. Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. So, und hier sehen wir auf dem Bildschirm auch gleich die beiden Charaktere, weil man kann entweder die Elfin Aurehen, heißt sie, glaube ich, spielen oder den Wikinger Bjorn, werden wir sehen, mal gucken. Wir drücken erstmal die E-Taste, um zu beginnen. Lad. Ja, also Ladezeiten gibt's auch. So, Eternity the Last Unicorn. Und wie der Name schon sagt, es klingt so ein bisschen kitschig, ne, weil man verbindet Unicorn, also Einhörner, immer so ein bisschen mit Kitsch und so, weiß ich nicht, Prinzessinnen-Träumen und sowas. Aber von dem, was ich sehen konnte bisher, ist das schon, also ist es kein Kitsch-Spiel. Aber wie gesagt, es ist kein AAA, ne? Es ist ein, ist auswählen, okay. Es ist ein Indie-Spiel. Audio-Einstellungen. Mach mal ein bisschen leiser. So. Hallo. Das ist ja toll, dass man das nur mit der Tastatur machen kann. Habe ich mir schon immer gewünscht. Und jetzt springt es auf einmal. Okay. So. Wir machen mal alles ein bisschen leiser. Die Effekte und das Interface vor allem. Interface braucht keiner. So eine Lautstärke. Tick, 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 tick. So. Und wie kommen wir zurück? Mit nochmal E. Videoeinstellungen. Was bietet es denn? Vollbild, V-Sync, Ultra. Sichtweite sehr weit. Das lassen wir so. Mit Shift kommen wir zurück. Und die Sprache ist Deutsch. Jetzt haben wir auswählen. Okay. Und dann mit Shift nochmal zurück. Okay, zurück zum Hauptmenü. Das ist ein bisschen umständlich mit E auswählen anstatt mit Enter. Ich will immer Enter drücken, aber okay. Gut, dann fangen wir ein neues Spiel an. Ich bin mal still, mal gucken. Vor langer Zeit, als die ersten Alben Albenheim besiedelten, befiel sie eine himmlische und glorreiche Macht. Muss ich das jetzt immer vorlesen? Die heiligen Göttin Amarea, Schöpferin und Hüterin der Natur,
vertraute ihnen vier heilige Einhörner an. Diese legendären Kreaturen brachten den Alben Reinheit und Gleichgewicht und machten sie unsterblich. Okay, wenn es dann... diese unglaublich unvorstellbare Macht wurde von einer Generation zur nächsten weitergegeben. So wurde jedes neue Leben unsterblich. Also die Elfen sind hier unsterblich. Doch eines Nachts verschwanden die Einhörner plötzlich. Man glaubte an Magie. Nun, da man sie des Göttlichen beraubt hatte, fürchteten die Alben zum ersten Mal um ihre Unsterblichkeit. Vielleicht war es Schicksal, denn eines der Einhörner überlebte und wurde von Feen entdeckt. Es war verwunschen worden und sein Horn war gebrochen. Die Alben übergaben es in Sorge vor dem Fluch an eine junge Albin, die laut der Schriftrollen der Alten die einzige war, die die Macht des letzten Einhorns wiederherstellen konnte. Und so begann die Suche nach der Unsterblichkeit. Okay, ich wollte das jetzt nicht überspringen. Oh! Ist viel zu lesen. Mal gucken, ob ich schaffe. Vardanheim-Denkmal, Makalas Tempel. Makalas Tempel wurde von König Oslaf V. im Zeitalter der Götter errichtet. Damals bedrohten Riesen durch ihre ständigen Angriffe Midgard. Hat irgendwas mit der nordischen Mythologie zu tun, ne? Midgard ist auch das, was in Thor, Odin und so. Die kommen jetzt nicht aus Midgard, aber Midgard ist halt die Erde. Und ja. Und so nennen die, in der nordischen Mythologie wird so die Erdebene genannt. Einst kam es zu einer glorreichen Schlacht, an deren Ende König Oslaf Zuflucht in den Bergen von Fendyror suchte, nachdem er die Vernichtung seiner Armeen hatte mit ansehen müssen. Ziellos wanderte er umher und fand schließlich das riesige, verhütete Abbild einer Göttin. Allein und schwer verletzt warf er sich vor ihr auf die Knie und leistete einen heiligen Schwur. Er bat um den Kopf des Anführers der Riesen und wollte dafür einen Tempel zu Ehren der Göttin errichten. Zwei Tage vergingen und der nach Rache dürstende König zog mit seiner Armee nach Jötunheim, dem Wohnort der Riesen. Dort erlebte er ein Wunder. Aus dem Himmel schoss ein flammendes Schwert hernieder und tötete nacheinander alle Riesen, bis nur noch ihr Anführer übrig blieb. Diesem schlug das Schwert mit einem Schwung den Kopf ab. Der König hielt sein Versprechen und erbaute den Tempel. Die Statue der Göttin bedeckte er mit den Blättern des Yggdrasils, um ihren Geist lebendig zu halten. Yggdrasil ist der Baum des Lebens. In der Mythologie. Der Legende nach stammt ihr Name von dem mystischen Wald Makinheim ab, einem Ort, an dem man die Anwesenheit der Götter spüren kann. Scheinbar also ohne Sprachausgabe, ich muss viel lesen. Nutze VRC, um herumzulaufen. Das sind wir, die Elfin. Da können wir die. Okay. Kamera drehen geht im Moment zumindest nicht. Das ist Checkpoint erreicht. Wow, das war sehr hart. Space kann man zuschlagen. Springen kann man mit... Ne, das ist ducken. Untersuchen. Okay. Also die Kamera dreht von selbst. Das ist sehr ungewöhnlich. Also mit der Maus scheine ich gerade nichts zu tun zu haben. Eine Steinmauer, in die eine Art Baum eingraviert würde. Und das könnte Yggdrasil, der Baum des Lebens, sein. Das wissen wir aber noch nicht. Wie kommen wir jetzt weiter? Achso, mehr gibt es dazu nicht. Kann man mit der Maus auch nicht. Scrollen auch nicht. E auch nicht. Ja, E ist untersuchen. Okay, dann gehen wir hier lang. Was ist das denn? Ja, leuchtet hier blau, aber... Interessiert keinen scheinbar. Da ist das Einhorn. Mit dem abgebrochenen Horn, wie es erzählt wurde. Aber A, was machen wir hier? Und B, wie gesagt, ich kenne das Spiel nicht. Ich weiß nicht, ob es gut oder nicht gut ist. Ich fand es interessant. Zwischen diesen Wurzeln befindet sich ein Flakon.
Ja, wieso können wir dieses Flakon nicht nehmen? Was muss ich denn dafür drücken, Freunde? Shift ist es nicht. F vielleicht. Nach unten mit der Nö. Nö. Flakon. Was sind hier? F1, F2, F3. I wie Inventar, C wie Charakter. Alles geht gerade nicht. I, sprechen. Fürchte dich, Makala, fürchte dich nicht, Aurien. Komm näher, ich bin Makala, die Hüterin dieser Lande. Ich weiß, warum du hier bist. Ich fühle deinen Schmerz. Ich weiß um deine Reinheit und deine tiefe Liebe zu diesem wunderschönen Tier. Okay. Ah, also mit I geht's weiter, aber es ging vorhin halt bei den Sachen nicht weiter. Und du bist nicht wegen des Tieres hier? Grani, was? Höre, Mädchen, ich belege dich im Namen aller Götter mit einem Zauber, denn die Spiritualität entsteht in der Seele, die in den in der fernen Dunkelheit verwilderter Orte träumt. Okay, das ist noch nicht übersetzt. Take the path of the light. Push away the black shadows that curse this realm. So the Elder Oracle will awake. Only he can help you. Okay, wir müssen irgendwelche schwarzen Schatten vertreiben, damit das Orakel aufwachen kann und nur er kann uns helfen. Aha. Wende dich die Dunkel, dann nutze diesen Flakon des Lichts, den wir vorhin nicht nehmen konnten. Okay. Müssen wir den jetzt aufheben? Blub, Hallo, nehmen. Du erhältst Flakon des Lichts. Errungenschaft freigeschaltet. Finde das Licht. Gibt hier also keine Lichtschalter. Was ist hier mit dem Untersuchen? Achso, hier nur. Okay, und was mache ich jetzt? Geh, finde das Licht. Du vergeudest kostbare Zeit. Okay. Wohin soll ich denn gehen? Was ist denn hier los? Aha, halte Steuerung neben einem verfluchten Körper gedrückt, um ihn von der Magie zu reinigen. Du bist verflucht, kleiner Freund. Ach, gedrückt halten, okay. Wie lange? Plonk. Sammle rote Kristallbruchstücke, um neue Gegenstände zu kaufen und Waffen zu verbessern. Okay, das ist also die Währung. Und grüne, um Gesundheit zu regenerieren. Okay. Was haben wir jetzt gekriegt? Da. Wir haben zwei Geld. Das können wir immer noch nur untersuchen. Also mit der Kameraführung komme ich nicht so zurecht. Was ist das? Was für ein Stein ist das? So ein Symbol habe ich nie zuvor gesehen. Sieht aus wie eine Brezel. Und das da? Das Symbol. Sie hat ja also scheinbar hat sie nicht viel gesehen in ihrem Leben. Düdüdü. Was ist mit dir? Steini. Was für ein Stein ist das? Achso, das hat sie auch nicht gesehen. Und ach, lasst mich raten, das kennt sie auch nicht. Ja, also, wow. Oh, und dann turnt die Kamera. Das ist echt unheimlich. Okay, Steuerung war das, ne? Okay, also wenn wir das machen, kriegen wir Geld. Was? Neuer anvisieren. Aha. Tauch E auf für einen sofortigen Kill. E. Hallo? Ich kann ihn nicht anvisieren. Ja. Ach so, alt. Gegenstände fallen. Okay. Ich bin fast gestorben im Tutorial. Ein leerer Flakon, Hydalia-Kraut. Okay.
Was ist das? Jetzt können wir das Inventar öffnen. Okay. Steuerung mit den Pfeiltasten. Was? Wähle einen Heilungsgegenstand. Wenn? Drücke. Drücke. Okay, also Kampfruhen ist jetzt Pfeil nach unten. Und Heilung ist Pfeil nach oben. Okay. Die kann man. Ich wusste doch. Das ist eine Truhe. Loot. Okay. Hallo. Hallo. Was soll denn das heißen? Geht das nicht, oder was? Oder muss ich nur einmal E antippen? Ich halte immer E. Okay, es scheint verschlossen zu sein. Da können wir nicht lang. Da können wir nicht lang. Das sieht so besonders aus, aber damit können wir auch nicht interagieren. Und da können wir nicht lang. Okay. Hinweis im Menü findest du die Option Tutorial, wo du dir das Tutorial. Okay, falls man irgendwas vergisst, das finde ich auch gut, weil die Steuerung, wieso machen die das so kompliziert? Wieso nehmen die nicht die Maus zum Umschauen? Also, ich meine, ja, neue Sachen, schön und gut, aber Sachen, die funktionieren, kann man ja... wollen wir schon dahin? Ja, da ist eine Kiste, die wir noch nicht aufgemacht haben. Ich will nicht nach Filter, ich will die schönen Schlüssel für die Kiste. Da, was ist denn das? Haha, Control Alt. Alt? Ah. Da, Gegenstand verwenden. Achso, vielleicht müssen wir das an der Kiste machen. Ich will diese Kiste aufmachen, unbedingt. So, und jetzt nochmal eine, so, Gegenstand verwenden. Zur Stellauswahl, geht nicht. Ach so, das sind nur die Überbegriffe und wir haben hier keinen Schlüssel. Alles klar, okay. Ich bin ein bisschen blöd, das tut mir sehr leid, aber das kennt ihr ja von mir. So, ja, wo gibt es... ich hätte gerne... oh. Es muss doch einen Sinn haben, dass man hier hin kann. So sieht die gute aus. Jetzt haben wir sie mal von vorne gesehen. Eigentlich soll man zwei Charaktere spielen können, aber vielleicht kommt das noch. Okay, dann gehen wir einfach. Bleibt ja. Fensalur. Laut Edda waren die Wälder der Ursprung des Gleichgewichts zwischen den Welten. Die Wälder von Vanenheim wurden von den alten Herren des Waldes gehütet. Vier legendäre Wesen, die aus dem Yggdrasil stammen. Balder, der Ase der Gerechtigkeit und des Wissens, überreichte einem jeden ein Zeichen. Sie wurden zum Schutz der heiligen Orte verwendet und waren wertvolle Artefakte, gefertigt von den Zwergen Nidavellirs. Für viele Jahre herrschte Frieden in den leuchtenden Wäldern, doch eines Tages zerstörte die Dunkelheit alles, was einst schön und furchtbar, was einst schön und fruchtbar gewesen war. An jenem Tag erlagen die Herren des Waldes der Magie. Nur einer von ihnen überlebte. Er war der einzige Überlebende einer unfassbaren Tragödie.
Weitere Jahre zogen ins Land und das Gleichgewicht bestand nur aus einem trostlosen Ort, den man als die Geisterwelt kennt. Gerüchten zufolge wandert Eir, die Göttin der Heilung, durch diese Wälder und heilt die tiefsten Wunden der verfluchten Wurzeln. Naja, wenn die das macht, dann ist ja gut. Dann müssen wir ja nicht, ne? Checkpoint erreicht. Okay, also es gibt keinen, scheinbar keinen Speichern, sondern Checkpoints erreichen. So. Plünk, plünk, plünk. Ah, komm zu mir. Ich untersuche. Dieser See ähnelt denen in Albenheim. Das Wasser sieht magisch aus. Ja, dann rein da, ne? Rein da. Okay, dann nicht rein da. Park. Okay. Ja, hallo? Nicht eh nehmen, du Blödkopf. Eh umbringen. Ah, oh, hallo? Ich hab keine Ahnung, ich kämpfe gerade. Das ist sehr komplex. Ich bin tot. Das ging ja gut. Möchtest du zum letzten Checkpoint zurückkehren? Ja. Wir versuchen das nochmal. Checkpoint. Anscheinend kann man beide speichern und checkpointen. So. Also mit dem Kämpfen habe ich Probleme. Mal eine Sache. Kann man nicht die Steuerung irgendwie... Spieleinstellung. Kann man nicht irgendwie... Nee. Nee. Charakterinfo. Hä? Aurin, Stufe 1. Gesundheit. Angriffswert, physische Abwehr. Okay. Haben wir schick gemacht. Fortsetzen. So. Ja, magisch. Und jetzt kommt Gegner. Zwei. Ich schaff das nicht. Hä, wie soll ich denn das machen? Ich habe gerade versucht, die Kampfrune zu aktivieren. Ja, ein Versuch noch. Wäre schön, wenn die ein Update mit einer vernünftigen Steuerung bringen würden, weil die Steuerung für mich, ne, als so älteren Menschen, ist sehr, sehr ätzend. Ich komme damit einfach nicht zurecht. Also das Spiel ist auch gerade rausgekommen, vielleicht patchen die auch was nach, ne? Aber kann man hier speichern? Boah, die Steuerung, die macht mich wahnsinnig, nein. Spiel fortsetzen. So, jetzt hauen wir mal hier ab. Weil so kann immer nur einer angreifen von denen. So. Beine einer Pilzspinne, okay.
Wie heile ich mich denn jetzt so, wenn ich jetzt noch Pfeil nach oben drücke? Alter, ein Scheiß. Ja, ich habe das doch in die Schnellauswahl gepackt mit der Heilung. Hä? Deshalb... Ich kann nichts machen. Okay. Eine unangenehm riechende Pflanze in Gift neutralisieren. Toll. Das Ohr eines Goblins. Herstellungsmaterial. Hey, mach das kaputt und gib mir, was da drin ist. So, was bist du denn? Geh untersuchen. Etwas stimmt hier nicht. Okay. Was stimmt denn hier nicht? Aha, da geht's auf jeden Fall weiter. Aber was stimmt denn hier nicht? Wenn ich jetzt Steuerung halte. Dann ist ihm das egal. Okay, was ist hier? E untersuchen. Durch Magie blockiert. Okay. Kann man sich vielleicht nur im Kampf heilen? Das wäre aber dämlich. So glitzert das so. Ich will alles wissen. Keine Ahnung. Oh nein. So, ich drücke mal nach oben. Heil mich. Ja, macht er nicht. Hä? Das mit der Heilung raff ich noch nicht. Das ist eigentlich essentiell. Eine Schriftrolle, Information von Elros Akarin, okay. Und wie kommt man da ran? Charakter im Tagebuch vielleicht. Charaktere? Nö. Auren. Kann man was über sie lesen, aber das lese ich mal nicht vor. Monster. Untoter, Pilzspinne und Goblins. Aha. Zurück. Da war nämlich noch Karte. Das Steuerung. What the fuck? Aha. Okay. I auswählen. 0 von 0, 0 von 1, was auch immer. Shift. Aber hier könnte man an die Orte, die man schon besucht hat, wahrscheinlich zurück. Steuerung. Das ist... okay, das haben wir ja. Anvisieren und wechseln Mausrad. Okay. Drücke für schnelle und starke Angriffe. Drücke Shift und in irgendeine Richtung zum Ausweichen. Diese Leiste... welche diese Leiste? Drücke I. Ja, habe ich gemacht hier. Nach oben um den Heilgegenstand aus der Schnelle. Habe ich gemacht. Und Kampfmune auch. Ging beides nicht. Will sie mich verarschen? Hier. Was ist das? Heilung der Kranken. Aha. Gift neutralisieren, ein leerer Flakon. Ja, achso, vielleicht weil er leer ist. Ich weiß es nicht. Gegenstand verwenden. Aha. Ein Elf. Oh, große Maria, ich bin gefangen an diesem Ort. Ich kann nicht entkommen. Ich nutze diese Schriftrolle, um mir einen Reim darauf zu machen, was ich in diesem verfluchten Land gesehen habe.
Wer kann es einen Ort der Wunder nennen? Bisher habe ich nur Tod, Einsamkeit und unendliche Dunkelheit gefunden. Dunkelheit. Ich weiß nicht mehr, ob das hier real ist oder nicht. Ich habe so viel Sonderbares entdeckt, dass ich an meinem Verstand zu zweifeln beginne. Von all den Schrecken, denen ich mich gegenüber sah, muss ich von einem berichten. Ich habe eine riesige Kreatur, oh Gott, ein Boss, ich sehe es schon, in einem verwüsteten Wald gefunden. Ich gebe zu, ich hatte nicht den Mut, mich zu nähern. Bin umgeben von vielen Stimmen, einem Murmeln, einem Wimmern, die mich tief bedrücken. Ich hatte Angst, dem Weg zu folgen, doch nicht weit von ihm ist eine Wurzel, vielleicht ist dort etwas verborgen. Ich habe mich verirrt, meine Neugier brachte mich hierhin und nun kämpfe ich mich aus diesem Schlund. Irgendwie ironisch, oder? Wenn ich doch nur in der Zeit zurückreisen könnte, wenn ich doch nur diese Welt besser verstehen könnte. Ich fühle mich erleichtert, nun, da ich all das niederschreiben kann. Okay, das scheint der Tote gewesen zu sein, den wir gerade gefunden haben. Ja, war toll, danke. Nee, Freunde, ciao. Der ist schneller als die anderen, deshalb können wir den jetzt vielleicht noch, bevor die anderen kommen, ändern. So. Komm. Oh, die sind hier langsam. Was ist mit euch falsch, Freunde? Das ist eine neue Art von Geek. Was ist das? Auf jeden Fall. Oh ja, auf gar keinen Fall. Gemein, ne? Aber ich bin schlecht. Ich kann nicht anders. Will nicht sterben. Aber ja. Wir nennen dich Wumsi und haben dich lieb. Ein Mistelzweig. Komm, wir müssen küssen. Kann ich eigentlich? Nein, kann ich nicht. Maustaste gedrückt geht. Space. Okay. Da ist noch eine Truhe. Hinweis, vergiss nicht dein Spiel zu speichern. Du verlierst deinen Checkpoint, wenn du vor Beenden des Spiels vergisst, mit Hilfe eines Lagerfeuers zu speichern. Okay, wir wollen nichts verlieren. Aber wir wollen diese Truhe zuerst aufmachen. Truhe öffnen. Ha, die geht auf. Ein perfekter und ausgefallener Kristall. Nutze ihn, um damit eine kleine Menge an Bruchstücken zu erhalten. Okay. Wie? Achso, haben wir schon. Okay. Ah! Ich habe mich voll erschrocken. Einmal dieses Ding an. Was ist mit euch falsch? Ich wollte hier gerade speichern. Geht weg. Okay, mit Space machen wir einen stärkeren Schlag als mit der linken Maustaste. Ich will doch nur speichern, ja. E. Speicherplatz 1. Aurin, wir konnten keinen Charakter auswählen. Jule. So, und jetzt gibt es hier zwei Wege. Nimm mal den mit der Truhe. Bist du denn hier für einer? Brechen. Eine Fremde, die sich in diesem abscheulichen Sumpf verlaufen hat. Ich bin froh, dass ich dich gefunden habe. Ich will dir meine Waren zeigen. Sind auch ein paar seltene Dinge darunter. Interesse? Gebe sie dir für einen Sonderpreis. Aber dafür musst du sofort zuschlagen. Okay. Kaufen. Erstmal gucken, was wir. Was können wir denn hier kaufen? Äh.
Lalalala, das könnten wir einmal kaufen. Aber, boah, Alter, 125, das ist ja fast alles, was wir gesammelt haben. Aha. So viel haben wir erst gar nicht. Was ist das? Herstellungsmaterial. Ja, wir haben kein Geld, mein Freund. Ja, und verkaufen, da habe ich keine Ahnung, was gut und was schlecht. Alter! Wie spawnen die? Her damit. Ja, scheinbar respawnen die. Das ist natürlich ärgerlich. Das mit dem Respawn. Autsch. Ey, der ist doch schon tot, Mann. Neue Stufe. Stufe 2. Okay, wir speichern nochmal. Level Up hatten. So. Okay, wir gehen jetzt mal in Richtung da, wo es aussieht, als ob es nicht weitergeht, weil da irgendwas zu ist. Vor allem sind da Gegner. Oh, naja, mein Freund. Okay, erstmal der Freund des Freundes. Ausweichen. Bein an der Pilzspitze. Ey, was war das denn? Bein einer... Was ist das da oben? Seht ihr das? Das ist ein Drache. Aha. Yggdrasil. Und ein wenig Gesundheit zu regenerieren. Ein Schildkrötenpanzer. Und ein Stück Stamm. Und noch mehr auch. Ein Mistelzweig. Was bist du denn da? Hallo. Oh, eine Truhe. Mhm. Und Geld. Und Kraut. Ein von gelber Magie. Nee, Wurzeln von gelber Magie blockieren diesen Weg. Die Farbe jetzt wichtig, oder was? Gelbe Magie. Man nennt sie auch Urinmagie. Will ich da hin zu dieser riesigen Kreatur da? Das ist ein Heiler da hinten, oder? Ein Zauberheiler? Auf jeden Fall hat er den einen einmal geheilt. Goblin-Ohr. Hydra-Kraut und noch ein Ohr. Hallo? Wir sind Freunde. Checkpoint erreicht. Aha. Der letzte Hüter. Das da ist ein Hüter. Bei Maria, was ist das für eine Kreatur? Das ist von Greenpeace. Okay, ich spreche mal mit ihr. Eine Albin. Ich erinnere mich an euer Volk. Oh, ich erinnere mich. Die Alben gingen umher mit ihrem hellen Licht und brachten Frieden, wohin ihr Weg sie führte. Oh, doch leider sind diese Tage gezählt und der Wald erfreut mich nicht länger. Früher war er schön und fruchtbar. Doch sieh dich jetzt um. Alles ist verloren im Schattendasein des Lebens. Ah, ich erinnere mich an die glorreichen Tage, als die Götter und Helden durch diese Lande wanderten auf der Suche nach Abenteuer und Weisheit. Das waren noch Zeiten. Doch jetzt bin ich müde und alt. Zu alt, um mich an diese Geschichten zu erinnern. Geh nur.
Entdecke, was von Warnenheim übrig ist. Bevor du gehst, musst du allerdings noch einige neue Gegenstände fertigen. Wozu auch immer. Damit du das Abenteuer fortsetzen kannst. Lass mich dir dabei helfen. Oh. Gegenstände herstellen. Was kann man denn herstellen? Aha, Erfolgsrate 100%. Ja, ach so, und dann geht das voll und dann haben wir es hergestellt. Herstellung war erfolgreich. Aha. Fensalz-Emblem. War erfolgreich. Okay. Was ist das da? Hallo? Oh. Nee, das da. Dafür fehlt uns noch irgendwas. Das obere Stück, also es hat zwei Stücke. Wir haben eins hergestellt. Ja, okay. Und jetzt? Jetzt müssen wir da lang, weil da lang geht es irgendwie nicht. Das Ende im Gelände. Hinweis von besiegten Gegnern. Aha. Da steht also im Tagebuch steht, was man von wem kriegt. Würdest du die Kamera bitte umdrehen, damit ich sehen, wo... Okay, würde er nicht. Arsch. Entschuldigung. Hallo. Wir speichern nochmal. Aber ich glaube auch, dass er erreicht ist, weil das ist ein guter Speicherpunkt. Wir haben die rechte Seite erledigt, die linke ist noch offen. Das war für den ersten Eindruck. Ich selber, also falls ihr mich fragt, ich steuerungstechnisch wirklich, wirklich extrem gewöhnungsbedürftig. Ich verstehe nicht, warum. Also warum die das so machen. Es ist nicht so, dass die Maustasten oder so jetzt anders belegt sind. Die sind ja überhaupt nicht, ne? Die sind überhaupt nicht belegt. Die linke ist belegt. Oder dass das Enter zum Aussuchen anstatt E oder zum Öffnen oder zum Weiterscrollen der Nachrichten, warum es nicht Enter ist und E. Warum ist Shift zurück, nicht Escape? Warum? Und deshalb, das ist anstrengend. Ansonsten ist es erstmal interessant. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist ein Top-Spiel. Aktuell kostet es 15 Euro, reduziert von 20 Euro. Ich weiß nicht, also wirklich jetzt so nach dem ersten Antesten würde ich sagen, ja, für 10 Euro könnte man sich das Spiel mal holen. Aber wie gesagt, es ist nur ein Antesten. Wir sind ja noch nicht sehr weit. Wir haben gerade den ersten Gegenstand hergestellt. Und ihr kennt mich, ich bin ein langsamer Lerner. Vielleicht habe ich irgendwas verpeilt. Aber grundsätzlich wäre das jetzt so meine Meinung. Ja, und das war erstmal Eternity, The Last Unicorn. Das Let's Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt einen Einblick bekommen. Wenn ja und wenn es euch gefällt, dann sagt Bescheid, dann schauen wir mal, ob wir nochmal eine Folge davon machen. Aber für diese Folge verabschiede ich mich nun erstmal bei euch. Gehabt euch wohl. Tschüss.